Heute gibt es Strammen Max. Das Originalrezept für Strammen Max ist ohne Käse, aber hey, wer mag schon keinen Käse? Also unbedingt ausprobieren. Und so geht's. Du nimmst entweder Brot und schneidest das in Scheiben oder ich habe hier so Halbmöhen genommen, die schmecken mir besonders gut. Dann habe ich etwas Knoblauch drauf gemacht und dann hier schön würzigen Käse, Essrom und davon zwei Scheiben auf das Brot gegeben. Ich habe jetzt mal nur zwei Stück gemacht, die dann ein paar Minuten in den Backofen gegeben und den Käse schmelzen lassen. Und in der Zwischenzeit einmal zwei Spiegeleier braten, die nochmal mit Salz, Pfeffer und etwas Paprika würzen. Und jetzt die Brote schon aus dem Ofen holen, dann gekochten Schinken darauf verteilen und auf jeden Fall Gewürzgurken, dann die Spiegeleier obendrauf und zum Schluss noch etwas Schnittlauch und schmecken lassen. Was? Du folgst noch nicht meinem Männerküche-Kanal? Dann abonniere den jetzt mal schnell und drück auf jeden Fall die Glocke, damit du kein neues Männerküche-Rezept mehr verpasst. Und dann hier schnell das Rezept, was ich dir gerade gezeigt habe, ausprobieren. Wieder mal mega lecker und danach schmecken lassen.